Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu den Community Replays von Total War Arena. Heute mit einem etwas spezielleren Community Replay, denn ich war daran beteiligt. Man sieht mich hier unten rechts. Es war in meinem Livestream und zwar durfte das am Sonntag, den 8.7. gewesen sein. Und ja, Raumhydra war derjenige, der das hier eingesendet hat und ich persönlich wollte ohnehin mal wissen, was der Gute eigentlich in diesem Gefecht hier getrieben hat, denn wir haben da drüben so ein bisschen rumgedödelt, sage ich jetzt mal. Völlig uninteressant, nicht viel passiert. Wir gucken mal, was Raumhydra hier tun wird. Er geht hier über die westliche Flanke an der Wasserseite entlang. Hat hier ein paar Falkse gerade eben als Gegner. Ich wollte schon beinahe sagen Verbündete, aber es sind tatsächlich ein Man weiß, dass es ein Arminius ist, ne? Wenn es plötzlich zugeht. Hö. Hat hier noch einen verbündeten Arminius. Hat hier noch einen verbündeten Germanicus. Also der Falks ist eigentlich, wenn die jetzt hier zusammenspielen, ziemlich tot. Allerdings ist die Artillerie hier ein richtiges Problem. Ihr seht, Raumhydra spielt hier Tier 7 Andartas Schwerter. Finde ich eine sehr, sehr gute, extrem gute barbarische Nahkampfinfanterie mit Vercingetorix. Warum ist diese Nahkampfinfanterie so unglaublich gut? Sie haben Andartas Schrei. Das ist im Grunde so ähnlich wie Miltiades seine Furcht in Leid. Gibt minus 20 auf die gegnerische Moral in einem bestimmten Umkreis. Ich glaube, es sind 20 oder 15 Meter oder sowas in der Art und Weise. Und das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Debuff, um den Gegner aufzureiben. Wir sehen jetzt hier, dass Raumhydra es schafft, sich hier mehr oder weniger ungesehen in den Rücken des Gegners zu bewegen und greift jetzt hier, so wie es aussieht, die gegnerische Artilleriestellung an. Wobei, da würde er ganz schön was Unangenehmes vor sich haben. Er hat hier nämlich hier einige Velites vor sich, einen Julius Caesar. Die Frage ist bloß, ob die aufmerksam sind. Sie sind aufmerksam. Hier fliegt jetzt auch schon das Feurio und er hat alle drei eingesetzt und zieht sich jetzt hier wieder zurück. Sehr, sehr nices Gameplay an der Stelle. Das Gute an der Stelle ist, dass auch die Artillerien selber hier natürlich massiv Schaden dadurch erleiden, wie ihr seht, ne? Die müssen jetzt hier versuchen rauszufahren, bekommen hier nicht mehr die Gelegenheit hier zu schießen, lenkt dadurch den Gegner massiv ab und sie müssen sich jetzt um ihn kümmern. Hier kommt jetzt die Wurfspeere raus und sie realisiert, oh shit, wir haben die Rechnung ohne die Kavallerie gemacht. Ach ja, das ist so ein schöner Butterfly-Effekt, der jetzt gerade eben hier zu beobachten ist. Ja, da geht hier schon mal der erste Trupp raus. Da versucht jetzt hier dieser Legionär hier ihn noch zu retten, aber ja, ist ein bisschen behindert durch die eigene Verteidigungslinie, kommt hier nicht so wirklich sauber raus. Wie ihr seht, nur so eine Handvoll Männer. Jetzt kommt Raumhydra noch dazu, nimmt die Jungs hier raus und damit ist die größte Gefahr für ihn selber eigentlich schon hier jetzt beendet. Er hat jetzt auch Andartas Schrei hier schon verwendet, zweimal, so wie es aussieht. Ein drittes Mal hat er ihn noch auf Halde, vielleicht hat er sich auch verklickt. Und da wirft er jetzt hier nochmal Feuer mit seiner dritten Einheit. Sehr, sehr gut gesehen und gemacht an der Stelle. Muss allerdings jetzt hier aufpassen, dass er jetzt hier nicht ins eigene Feuer rennt und dass er jetzt hier nicht irgendwie flankiert wird hier von diesem Julius Caesar. Das Gute für ihn ist, dass es wirklich nur ein Julius Caesar ist und kein Germanicus oder sowas in der Art und Weise. Das heißt, den kann er tatsächlich niederkämpfen. Er hat jetzt hier auf jeden Fall hier die eiserne Disziplin angemacht, gibt Bonus auf die Nahkampfabwehr und ja, der Geländemodifikator ist an der Stelle egal, aber die Nahkampfabwehr ist jetzt entscheidend. Aktiviert jetzt hier auch noch bei seinen Einheiten hier trotz erhöht den Nahkampfschaden und den Nahkampfangriffswert. Und das ist natürlich jetzt hier sehr, sehr interessant. Wir können ja mal beobachten, wie viel Schaden er macht. 116, 100, kassiert natürlich auch in einem ähnlichen Maße. Aber wenn er hier jetzt den Trotz, Entschuldigung, die eiserne Disziplin dann hat, bekommt er zwar Schaden mit seinen Männern, aber solange diese Fähigkeit aktiv ist, bekommt er keine Toten. Also seine Männer fallen nicht um. Erst in dem Augenblick, wo die Werte letzten Endes dann quasi, also ausgelaufen sind, also in dem Fall eiserne Disziplin, werden die Männer tot umfallen. Beobachten wir das Ganze mal jetzt hier anhand dieser Einheit hier. Jetzt ist es gerade eben hier ausgelaufen. Die Lebenspunkte und der Balken gehen zwar runter, aber ja, er hat jetzt hier auf jeden Fall die Artillerie ordentlich abgelenkt und ihr seht hier, das Gefecht schwankt hier zu unseren Gunsten. Er ist jetzt hier auch schon mit 3200 Offensivpunkten richtig gut dabei, währenddessen ich hier richtig jämmerlich versage hier unten, muss ich mal einfach auch mal so ehrlich sein. Und der rennt jetzt hier so hin und her, versucht jetzt hier zu verhindern, dass er aufgerieben wird. Kann es jetzt hier bei seiner, ja, zweiten Einheit. Doch, er hat es wieder in den Griff bekommen.
Der Gegner hat zwar kurzzeitig diese Einheit geroutet, aber er schafft es einfach nicht, ihn hier final fertig zu machen. Und er tankt jetzt hier die Bande, währenddessen wir jetzt hier endlich ankommen und den Rest von ihnen niedermachen. Ganz im Ernst, eine extrem wichtige Aktion hier von Raumhydra, die hier durchgeführt hat. Ich wusste im Livestream gar nicht, was er hier eigentlich abgezogen hat. Ich wusste bloß quasi, wir kamen hier an und er war hier halt quasi schon mit am Start. Und ich fragte mich, sag mal, warum bist du eigentlich schon hier? Ja, und da war er halt schon und hat genau das gemacht, was wir jetzt hier gerade eben gesehen haben. Wir kommen jetzt bloß leider nicht mehr zur rechten Zeit, um ihn zu retten. Er wird jetzt hier aufgerieben werden, wie ihr seht. Einfach zahlenmäßige Überlegenheit. Auch ein Germanicus ist jetzt hier am Start, da der interessanterweise nicht mal eine Vengeance aktiv hat. Ich glaube, die hat er schon verbraucht, aber jetzt bin ich hier, übernehme sozusagen jetzt hier für Raumhydra, versuche zu retten, was zu retten ist. Und im Grunde ist dieses Gefecht an dieser Stelle jetzt hier eigentlich auch schon quick and dirty gewonnen. Man hat gesehen, was passieren kann, wenn der Gegner hier sehr, sehr früh angegriffen wird in seinem Artillerienest. Und manchmal kann dieses Feuer von Vercingetorix auch extrem gut eingesetzt werden, um gerade solche Artillerienester auszuheben. Fand ich sehr, sehr schön gemacht von ihm und ich kann ihm zu dieser Aktion eigentlich nur gratulieren. So, hier gibt es noch ein paar weitere Gegner. Die letzten, ein Bauer Interior, übrigens ein lustiger Kamerad, den ich im Livestream danach, am Tag danach, wurde er mal angesprochen von einem meiner Mitspieler, so nach dem Motto, du bist aber auch immer irgendwie dabei. Und er meinte, was? ein deutschsprachiger Mitspieler, der, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt, aber ich hatte den Eindruck, ihm war gar nicht klar, dass er ständig gegen uns spielt. Wenn doch, kannst du es ja gerne mal in die Kommentare schreiben an der Stelle. Aber fand ich sehr, sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man diesen Kollegen hier immer wieder über den Weg läuft, wenn man Tier 7 spielt oder auch Tier 6. Ja, und jetzt ja wird hier halt leider komplett zerlegt. Achso, ja, und das hier ist übrigens hier mein Todesfeuer hier, so ein bisschen komplett. Also eins ist nicht meins, aber drei Stück davon sind meine gewesen. Ja, war auf jeden Fall eine krasse Runde. Raumhydra gewinnt hier an dieser Stelle hier natürlich den MVP vollkommen zurecht für diese Aktion. Kann man ihm nur gratulieren. 5022 Punkte. Einfach mal komplett das gegnerische Artillerielager ausgehoben. So muss laufen. In dem Sinne, meine lieben Freunde, schaut unten mal in die Videobeschreibung. Da steht drin, wie ihr mir ein Replay zukommen lassen könnt. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich freue mich über die ganzen Replays, vor allem, weil jetzt 3.1.6 schon seit ein paar Tagen draußen sein durfte und das heißt, alle 3.1.5 Replays für mich leider nicht mehr anschaubar sind. Ich hoffe, CA ändert das irgendwann mal. Derzeit ist das aus meiner Sicht noch nicht absehbar, denn das Ganze nehme ich ja noch in 3.1.5 auf. Bisher war es nie so, dass ich die alten Replays wieder verwenden konnte. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.